Schieß gleich zu einer. Aha, okay. So. Nimmst du auf? Ja, ich glaube schon. Ja. Dann gehe ich halt jetzt einmal. Und tschüss. Okay. Okay, soll ich noch ein Wort dazu sagen? Nein. Ich mache komische Geräusche. So. Zunge rausstreckgeräusche. Okay. Alles klar. Und für deine Fans kann man sagen, du verbleibst ja im anderen Podcast. Hört man dich? Ich werde noch weiter mit anderen Podcastern sprechen, wenn die anderen Podcaster noch weiter mit mir sprechen. Sie nicken. Gut. Foto. Dann sage ich erstmal tschüss und es war eine super schöne Zeit mit euch das halbe Jahr und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Bam, danke. Dankeschön. Mit dir auch. Danke. Also, hier. Baba. Ich wink. Ciao. 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 Und, achso, ich habe nichts zum Zischen. Ich habe nur Buttermilch. Nein, danke. Ich habe vorher schon einen Radler getrunken. Okay. Mhm. Jetzt bist du aus dem Konzept, ne? Jetzt bin ich komplett. Was haben wir? 267? Ja. Und willkommen beim Bierdacher Podcast 267. Mhm. Heute mit dem Gregor, dem Horst, der Melanie, dem Ari wieder und dem Stefan. Machen wir es mal so. Das hat das letzte Mal auch gut funktioniert. Okay. Das war da unten das letzte Mal. Ja, gut, dann ist das runter. Das ist ganz alles für die Gäste. So. Also, wir haben das Mikrofon in einer Grube und sprechen hinunter. Wir reden zum Erdhaufen. So. Gut, das Ganze findet statt mit der Lagerfeuerstimmung. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur vom Jörg aus Graz, aus Österreich. Und vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank auch ans Klebemonster. Und an unsere Flatterer. Wir haben und tatsächlich unseren Patreonen. Wahnsinn, Wahnsinn, super. Weiter so, bitte. Ja, heute ist der 2. August 2016. Wir befinden uns in einem kleinen Innenhof 7, oder? Im alten Ackerhaus. Yes, endlich richtig. Endlich richtig. Ja. Und wir gehen weiter zum Teaser und reden worüber, in Kürze, worüber wir heute reden wollen. Hat jemand von euch Themen? Ich rede über den Achter. Den Achter, okay. Mhm. Ich habe so viele alte Überbleibsel. Entweder, also ich werde vielleicht über Preacher, Comic und Serie reden, über einen Lobster, einen Film, den ich gesehen habe, vielleicht über Star Trek Beyond, den neuen Star Trek Teil. Und ich hätte vielleicht noch im Petto, kann ich anderen, eine Mystery-Technik-Story. Mhm. Ich kann erzählen über meine Kinderprogrammierkurse, dann was ich in Irland erlebt habe. Und ich war im Kino Frühstück bei Monsieur Henri. Mhm. Kann ich erzählen. Ich kann erzählen mit dem Harry gemeinsam über einen Podcast-Workshop, den wir mit einem sehr coolen Professor gemacht haben. Und weiters generell über die Faszination Radio und des Weiteren vielleicht Podcast. Weil durch diesen Podcast-Workshop habe ich Harry kennengelernt und da ist mein Interesse geweckt geworden, vielleicht auch so etwas zu machen. Ja, und ich möchte eigentlich gar nichts ankündigen, weil es dann wieder nicht drüber geredet wird. Willkommen beim Bierdacher-Podcast. Aber ich möchte über Zahnseide reden, unter anderem. Oh, da gibt es ein tolles Ding von Frank Zappa, das heißt Dental Floss. Ja, und es gibt... Super. Es gibt, ja... Warst du schon dran? Entschuldigung. Ich war schon dran. Okay, Entschuldigung. Ja, Teaser aus. Teaser aus, ja. Podcast an. Wir haben Feedback. Ja. Wir freuen uns, kann man das schon sagen, ja? Definitiv immer über Feedback, ja, oder? Und zwar haben wir eins über den offiziellen Feedback-Fragebogen bekommen und eins direkt habe ich per E-Mail gekriegt vom Bachi, der vor, glaube ich, 2 oder 3 Sendungen da war. Willst du lesen oder soll ich? Wenn du es liest, ist es fast lustiger. Okay. Das erste ist anonym aus Österreich. Unnötig. Muttermilch und andere pseudowissenschaftlicher Schatz. Mir gefällt lokale News und interessante Themen. So wie die Randgruppen Linux, Open Source und alles, was nerdig ist. Ich glaube, das sind die Randgruppen, wo sich der Hörer oder die Hörerin zugehörig fühlt. Ne? Das war die Frage nach. Ja, und welche man stärker beachten soll. Mhm. Und was ich immer schon sagen wollte, super Podcast, weiter so, könnte aber etwas kürzer sein. Stimmt. Stimmt. Hat er vollkommen recht. Könnte auch länger sein. Ach Gott, nein. Bitte nicht. Und Bachis Feedback, in dem letzten Podcast waren irgendwo in der Mitte mal echt viele Umgebungsgeräusche. Ich vermute Wind. So dass Anna streckenweise
kaum zu verstehen war. Und zweitens hat Dennis Legoland mit dem 100% Wartezeit. Tamagotchi widerspricht sicher nicht dem Netzneutralitätsgedanken. Da muss man genauso lang warten wie jeder andere. Nur, dass die Kinder dabei nicht unter der Sonne mit einem Sonnenstich zusammenbrechen, sondern im Café bei einem Cola im Schatten warten können. Hätte Marx mit Kindern bei strahlendem Sonnenschein ins Legoland gemusst, hätte er auch auf den Sozialismus gepfiffen und dem Kapitalismus seinen Obolus entrichtet. Smiley. Dass 50% oder 90% weniger Wartezeit Tamagotchi halte ich aber persönlich auch nur für bedingt gesellschaftsfähig. Ein interessantes Feedback. Ja. Jupp. Okay. Leicht kritisch. Ja. Auf jeden Fall so danke fürs Feedback und wir freuen uns immer sehr über Feedback. Mhm. Fast immer. Ja. Jo. Beginnen wir mit den Techie-Themen, würde ich sagen. Oder Moment, wir haben einen neuen Gast. Magst du dich vorstellen und kurz über dich reden? Ganz kurz, ja. Ich bin die Melanie, ich komme ursprünglich aus der Steiermark, wohne seit 3 oder 4 Jahren jetzt schon in Wien und studiere Volkswirtschaft und Kunstgeschichte mit ein bisschen Philosophie. War im vorigen Jahr Vorsitz, bin ich auch noch, eine Studierendenorganisation, die sich für Nachhaltigkeit in der Wirtschaft beschäftigt. Und seit ich 16 bin, habe ich mit Radio zu tun und bin im Radio und Audio verfallen. Und komme erst jetzt auf Podcast, weil es irgendwie, dachte ich, bisher nicht so popular ist im deutschsprachigen Raum, aber es offenbart sich mir gerade eine neue Welt, wie ich sehe. Ist das dein erster Podcast, wo du mit tust? Ja. Also Geschichte wird geschrieben? Ja, absolut, ja. Sie sind nicht ganz live, aber halbwegs live dabei. Ja, erzähl jetzt vielleicht über den Podcast-Workshop hat es gegeben, an dem ihr beide teilgenommen habt. Genau, das war vom FIUM aus, das Forum Journalismus und Medien Wien heißt das, glaube ich. Ja, genau. Die bieten alle möglichen Journalismuskurse an, kann man sich fördern lassen, aber sind sehr hochwertige Sachen dabei. Voll. Für freie Journalisten auch viel sehr günstiges, alle Disziplinen, und das war eben jetzt mal eine, also der war in, Damien Radcliffe heißt der, ist ein Brite, der an der University of Oregon unterrichtet. Der war former BBC-Broadcaster und hat dort auch regional alles aufgebaut. Also das ist ein Spezialforschungsgebiet, Regionalmedien. Und da war irgendeine eine größere, Gen heißt die, größere Medienkonferenz, und deswegen war er in Wien. Und da haben sie dann gleich den eingeladen, diesen Workshop zu machen. Voll, und das waren eben so 2 oder 3 Tage? 3 Tage, glaube ich, ne? Nein, 2 Tage. Es war Montag und Mittwoch, deswegen kam es so vor wie 3 Tage. Genau. Ja, es waren eben 2 Tage, wo wir eben uns generell ein bisschen Geschichte über Podcasts angeschaut haben und ein paar technische Sachen, aber der Fokus war schon darauf gelegt, dass man einfach aufnimmt. Mhm. Und das haben wir auch ganz, ganz unspektakulär mit dem, Handy einfach gelöst, mit dem Smartphone, weil es die Aufnahmefunktion gibt, und einfach einmal, dass man sich selber mal ein bisschen diese Barriere, glaube ich, downbreakt, das aufzunehmen. Das war, glaube ich, so der Main Approach, den uns mitgeben wollte. Irgendwie. So, erzähl deine früheste Erinnerung in 20 Sekunden oder sowas. Das ging jetzt ziemlich leichter Übung. Ein bisschen. Es ging so nach sehr leichter Übung, aber ist es nicht. Ja. Allem, es ist sehr emotional geworden auch. Und auch Editing ist halt nur schwer möglich, beziehungsweise halt in dem Rahmen nur schwer möglich. Das heißt, du nimmst halt mehrere Versionen hintereinander auf und merkst dann, oder auch zu zweit Übungen machen und einfach nur darauf hinweisen, wie funktioniert das jetzt, was ist emotional? Ist das wirklich eine gute Erinnerung? Wie bringt man es unter? Was verwendest du für Füllwörter, für Schmuckwörter und solche Dinge halt? Genau. Mhm. Was auch eine tolle Übung war, war Personen beschreiben. Das war sehr cool, was du sehr geschickt hast. Das war richtig cool. Wir haben Personen beschreiben müssen anhand von entweder optischen Merkmalen oder Charakterzügen. Halt. Mhm. Also sich der Hörer ein Bild machen kann. Genau, aber eben, also es ist so eine Art wie dieses, irgendwie ein Ratespiel oder so eine Art Activity, aber halt als Wort. Auch, man kann dann auch sehr blumig werden. Ja. Und, das ist dann einfach catchy. Ja. Und der hat so irgendwie gesagt, geht hin und podcastet. Genau. Er hat dann auch die technischen Details besprochen worden, also wie die Veröffentlichung und so funktioniert? Nein, das nicht. Nicht so. Aber was er gesagt hat, waren ein paar neue Techniken, zum Beispiel, dass es, ihr kennt das vielleicht von SoundCloud, dieses, dass man punktuell kommentieren kann. Ja, das ist einer der coolen Features. Genau. Und da gab es ein Feature, das auch relativ neu ist, wo du punktuell teilen kannst. Aha. Zum Beispiel. Also dass du richtig nur eine Passage rausnimmst. Genau.
Mhm, also hier einen Absatz unterstreichen. Genau. Und den genau. Okay. Genau. Also das und da gibt es halt eben verschiedene. Die Slides sind alle, die stellt er immer auf Slideshare, also er ist da sehr offen, das werden wir dann verlinken. Genau, da kann man sich dann anschauen. Genau. Und er hat dann im Anschluss, er war dann eineinhalb Wochen in Österreich und hat dann noch so einen Workshop gehalten für die Regionalmedien Austria, die RMA, die so quasi die Dachorganisation ist für diese ganzen Bezirkszeitungen und so. Und weil natürlich da auch immenses Potenzial besteht, günstigen Content zu produzieren, Lokaljournalismus und so weiter. Und er ist eben da ein absoluter... er scheint eine Koryphäe. Heißt Damien Radcliffe, auf Twitter verlinken und University... Chef, der hat einen eigenen Podcast? Oder? Nein, also nur innerhalb seiner Vorlesungen und so macht er manchmal Audiosachen. Aber er selber hat keinen Podcast, den er genannt hätte zumindest. Genau. Und er ist nicht verwandt mit Daniel Radcliffe, das hat er auch noch betont am Anfang. Ja, war meine erste Assoziation. Das Harry Potter, ja, genau. Schon im Koran. Fragen alle. Ja. Damien, Daniel Radcliffe, ja. Das war seine erste Slide bei seiner Vorstellung. I'm not related to Daniel. Ja. Und es war die Gruppe war irrsinnig faszinierend. Die war sehr divers, das war toll. Ja, kam extra aus Hamburg, eine war aus Somalia, eine war aus der Ukraine, beide wohnen aber in Wien. Ja. Dann war eine, aus Graz? Österreichern waren alle aus unterschiedlichen Bundesländern. Ja, ich glaube, kein Bundesland war doppelt vertreten. Und es waren nur nicht 8 Leute, waren wir. Genau, und es war einfach eine gute Mischung aus Studierenden und Berufstätigen. Journalisten und Nicht-Journalisten. Mhm. Genau. Gut gemischt einfach. Und ihr habt es dort erzählt, übrigens, man sollte Bierdorfer Podcast hören, oder? Ja, es war halt auf Englisch, ne? Ah. Deswegen. Ich kannte den damals noch nicht. Das war so. Das ist die bessere Ausrede. Und du hast jetzt den Schwung bekommen, dich mit Podcasts auseinanderzusetzen. Hast du irgendwelche Podcasts, die du jetzt aktiv hörst? Oder? Ich habe ganz wenig Podcasts angehört. Ja. Ich kannte genau diesen This American Life. Ah ja, natürlich. Aber ich halte... Der ist eh ganz groß. Ja, aber ich habe... Also es ist ein bisschen zu lang und ich halte den Dialekt dann mit der Zeit nicht aus. Ja, muss man. Aber sonst habe ich Podcasts echt nur gehört von FM4 und von BBC. Mhm. Also jetzt nicht aktiv Podcasts, die nicht irgendwie related zu einer Radiostation sind. Ja. Weil ich eben also keine Laber-Podcasts, sondern Qualität-Podcasts. Nein, aber ich komme jetzt eben drauf, dass es doch einige gibt im deutschsprachigen Raum. Ich kannte sie nämlich nur, also ich kannte Podcasts wirklich nur aus England, weil ich habe eine Zeit lang in London gelebt. Und dort sind Podcasts so popular. Mhm. Ja. Und du planst jetzt selber vielleicht einen Podcast zu machen? Genau. Ich bin noch immer am Eruieren, was würde ein deutschsprachiger Hörer hören wollen und vor allem wann und wo, weil es gibt so lange Commuting Ways wie in London einfach nicht, wo du einfach eine Stunde jeden Tag zu deiner Arbeit zum Beispiel fährst. Mhm. Da bin ich eben noch jetzt am Herausfiltern, was wäre cool und was interessiert mich, worüber kann ich dann immer sprechen, sodass es mir halt auch nicht fad wird. Oder wenn mir fad wird, dann wäre es halt schon ein bisschen blöd. Ja. Ja. Okay. Ja, also ich bin noch am Tüfteln, aber ich gebe es nicht auf. Also, ja. Ja, sehr gut. Mehr Podcasts. Ja, absolut. Und du hast gesagt, du bist bei einer Studentenorganisation. Genau, die heißt Oikos. Das ist eine weltweite Studierendenorganisation, die sich mit Nachhaltigkeit in der Wirtschaft beschäftigt. Die hat sie in den 70ern, 80ern an der HSG in St. Gallen in der Schweiz gegründet. Das ist eine Business Uni, eine relativ renommierte. Oder eine sehr renommierte. Und da geht es einfach darum, also der Ursprungsgedanke war, längerfristiges Denken in die Management-Ausbildung zu bringen, um einfach... Ja, allem zu entgehen, was jetzt gerade irgendwie so passiert. Sondern also Wirtschaftler grün an. Ja, genau, so kann man sagen. Also, eindunken. Ja, wir wenden uns keiner Partei halt einfach zu, aber einfach längerfristiges Denken, einfach gewissenhaftes Handeln und gewissenhaftes Leben, genau, nachhaltig wirtschaften. Wir wenden das Wort nur sehr ungern, weil es immer schon so einen blöden Beigeschmack hat teilweise schon, aber genau, nachhaltiges Wirtschaften. Da bist du jetzt in der Jugendorganisation oder in der Studentenorganisation? In der Studentenorganisation. Okay. Bin jetzt Vorsitz. Und wir sitzen an der WU, das ist die nächste Kontroverse, und dort machen wir uns einfach bemerkbar mit Veranstaltungen und wir arbeiten mit dem Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit dort zusammen und machen eben immer so einen Tag der Nachhaltigkeit und versuchen das diesem 0815 BWL einfach ein bisschen näher zu bringen. Aber seid ihr so etabliert? Habt ihr so ein Büro mit Sekretär und Direktion? Oder das wäre schön. Verband? Und es gibt es in Wien erst seit 4 Jahren. Mhm. Raumkapazitäten an der WU sind... eigenes Kapitel. Wir arbeiten dran. Es wäre schön, wenn es einmal so weit kommt, wenn wir mal einen Raum oder einen Tisch bekommen an der WU. Das wäre sehr cool. Aber da bedarf es noch einiges. Da bedarf es noch sehr viel Arbeit, dass wir uns da richtig etablieren und da als
Person auf gleicher Augenhöhe irgendwie so gesehen wird dort. Und sonst seid ihr ein Verein in Österreich? Oder wir sind ein ganz normaler eingetragener Verein mit einem Vorstand, mit jährlicher Generalversammlung und tollen Aktivitäten. Viel Spaß und auch internationalen Ausflügen, weil wir eben eine weltweite Organisation sind. Fahren wir zu Konferenzen und bilden uns weiter. Ich kombiniere, ihr habt noch keinen Podcast. Das stimmt. Aber wir haben einen Blog. Nein. Wir haben einen Blog, sogar zwei. Das einer, der sich sogar mit nachhaltiger Mode beschäftigt, für alle Mädchen. Und Burschen natürlich auch, weil es ist ein bisschen Mädchenblog. Die versammelten nicht gut gekleideten Mädchen. Den haben wir und dann haben wir noch einen ganz normalen Eukos Vienna Blog, der einfach sowohl der für Nachberichterstattung für unsere Events zuständig ist und für Hey, this is happening out there. Look. Also für solche Dinge. Mhm. Ja, und dann halt ganz normal Facebook und Instagram. Ach. Ja, das liebe Social Media. Und Harry, du bist da auch involviert oder nein. Du nichts damit zu tun? Ich benutze Chromebooks. Ja. Das ist das Gegenteil von nachhaltig. Aber Harry ist VWL interessiert und ich habe ja VWL studiert als erstes. Also, und ich kannte den Verein auf irgendwelche Ecken. Keine Ahnung. In Graz gibt es uns schon seit 20 Jahren. Also es ist mir untergekommen in meinen Wanderschaften, aber. Wichtig. Ja. Die Idee ist ja nicht. Beziehungsweise auf die WU ist ja ein ganz spezielles Ökosystem dort an Studierenden. Also eigene Kultur dort. Das war auch einer der Gründe, warum ich nicht dort geblieben haben bin. Haben die noch ihre Schnappköfferle, also wo so in der Vorlesung das Köfferchen hinlegen und dann so klick, klick machen und dann geht das so auf? Nein, die haben alle die MacBooks. Also da unterscheidet sich natürlich nicht von anderen Studierenden, was vor ihnen am Tisch steht. Aber ich glaube, das war Juridikum, die mit den Köfferchen. Ja, aber das ist kannst dich auch noch erinnern. Das ist wahrscheinlich Zeit dort, ja. Ja, nein, es bestätigen sich schon sehr viele Klischees an der WU. Hätte ich Orkus nicht gefunden, hätte ich, glaube ich, nach dem ersten Jahr schon aufgehört auf der WU. Also das war schon so mein... Das hast du einen Biotop gefunden. Ja, auf alle Fälle, ja. Wobei, man muss ja sagen, die Volkswirtschaft, also die sich wieder in zwei Disziplinen teilt, die... die tatsächliche Volkswirtschaft und die Sozioökonomie. Genau. Und die sind ja quasi die wenn man sie, genau, ja, und... Ja. Die Sozioökonomie dann nochmal links von der Volkswirtschaft. Ja. Und das sind halt super wenige, wenn man die ganze WU hernimmt. Das studieren wahrscheinlich 90 oder mehr Prozent einfach BWL und der Rest halt VWL. Und dann kann man sich das dann eher ausrechnen, bei 26.000, wovon die Hälfte studiert, wie Schulleiter übrig bleiben. Und nur damit ich es klar verstehe, ihr seid jetzt nicht eine politische Fraktion in diesem Studentenparlament wie die GRAS oder die AG oder ihr seid nicht übergeordnet sozusagen. Genau. Übergeordnet, ja. Ja, unabhängig sind wir davon, ja voll. Ja. Es gibt auch ein WU-Chor. Ja, die sind auch nicht politisch. Also, das ist eine Studentenorganisation. Genau, nein, wir sind keine Fraktion oder so. Eigentlich. Keine Fraktion. Genau, sind wir nicht. Wir arbeiten so. Ja, cool. Ja. Na, zum Thema überlegen, welcher Podcast und welches Thema. Das nächste Podcasting-Meetup in Wien findet statt am 16.09. Mache ich gleich ein bisschen Werbung dafür. Ja, da bin ich gerade schon eingeladen. Was es für Podcasts so gibt, mache ich auch gleich wieder für einen Podcast Werbung. Und zwar dieses Podcasting-Meetup, das versuche ich jetzt gemeinsam mit der Melanie Bartus zu organisieren. Nachdem der Daniel Messner ins Ausland abgewandert ist, bin ich da hineingekommen in die Gruppe. Und ich empfehle jetzt, natürlich bin ich jetzt befangen, weil ich mit der Melanie das gemeinsam mache, aber ich empfehle trotzdem ihren Podcast, der heißt Zeit für Wissenschaft. Das habe ich jetzt angefangen zu hören. Ich würde so umschreiben, wer CAE gerne hört, wegen der Nerd- und Techie-Themen, der sollte Zeit für Wissenschaft hören, wegen der Naturwissenschaftsthemen. Also es ist, finde ich, relativ ähnlich im Stil. Also sie hat immer einen Interviewgast, den sie da mit Fragen bombardiert, eine Stunde bis eineinhalb Stunden, so in etwa. Es geht schon ziemlich in die Tiefe, so wie auch angenehm, CAE ziemlich in die Tiefe geht, aber es ist doch auch verständlich, wenn man vorher im Großen und Ganzen vom Thema keine Ahnung hat. Also ich habe von Ameisen vorher keine Ahnung. Richtig, die Folge wollte ich gerade auch zitieren. Ja, die ist nett, gell? Ist super. Also es sind ein paar wirklich sehr nette Folgen. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte bisher gehört und es war wirklich jede gut. Also Zeit für Wissenschaft sich nehmen und den Podcast hören von der Melanie Bartos von der Universität Innsbruck. Wir hatten bei dem Podcast-Meetup das Grazer Pendant von der TU Graz zur Melanie, also die dann quasi den Job hat, den die Melanie in Innsbruck hat, Öffentlichkeitsarbeit. Und deswegen war sie unter anderem in diesem Workshop, weil sie eben das, was die Melanie macht, sie kennt die Melanie auch, in Graz an der TU Graz auch machen möchte. Und da, also bin ich gespannt, ob da was kommt. Also es könnte sein, dass dann bald einen neuen Podcast aus dem universitären Leben heraus. Sollten wir mal backchecken. Genau.
sollte man. Vielleicht kann man, vielleicht findet man, dass das schon existiert und dann verlinken wir es. Wenn das schon Podcast-Ökosystem. Ja, mehr Wissenschaftskommunikation. Genau, für die Wissenschaftskommunikation ist es natürlich ideal. Und das wäre natürlich halt auch für deinen Bereich. Ne? Und was mir auch noch eingefallen ist, weil du gesagt hast, so, es gibt ja doch einige deutsche Podcaster und auch Podcasterinnen. Wir haben beim Kongress in Hamburg im letzten Weihnachten versucht, eine Liste aufzustellen, eine möglichst vollständige Liste aller deutschen Podcasterinnen. Wow. Und sind auf über 200 Podcasterinnen gekommen. Also da gibt es durchaus eine ganz stattliche, im deutschsprachigen Raum, also da gibt es durchaus eine ganz stattliche Anzahl von. Tatsächlich. Die Nele Heise hat diese Liste zusammengestellt. Ich nehme auch an, sie wird es publiziert haben, bin aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall über Kontakt mit der Nele Heise kann man das sicher herausfinden, wer das alles welche macht und welche Themen es da schon gibt. Also wenn du deine eigene Nische finden willst, kannst du dich entweder davon negativ inspirieren lassen oder positiv und schauen. So, schaue ich mich mal auf eine Anfrage. Ja. Cool. Das ist auch eine deutsche Podcasterin, soweit ich mich erinnere, ist die auch aus Hamburg. Johann, sag mal so. Ja. Also wenn wir schon beim Thema Podcast sind, ich habe in letzter Zeit einen Podcast öfter gehört und möchte ihn jetzt empfehlen. Nennt sich Die Lage der Nation, wird gemacht von Philipp Panse und Ulf Bührmeier. Und den Philipp Panse kennt man irgendwie aus anderen Podcasts, der macht das Küchenradio und ist so ein Zwitterwesen zwischen Radio und Radiomann und Podcaster. Okay. Und die verhandeln halt politische Themen, was so passiert auf der Welt. Ziemlich intensiv, auch gut recherchiert und vorbereitet, sprechen eine Stunde, glaube ich, bis eineinhalb Stunden drüber. Eher geht es in die einstündige Richtung und macht viel Freude. Ich meine, sie sind jetzt gerade in Sommerpause, jetzt muss man, wenn, dann kann man sich jetzt halt nur die älteren Folgen anhören, haben 20, glaube ich, sind jetzt so um den Dreh heraus und finde ich sehr angenehm und informativ zu hören, weil sie auch ein bisschen sehr viel gut fundiertes Wissen und wohldosierte Meinung dazu liefern. Also gut aufbereitet aus Politik. Mhm. Wohldosierte Meinung, klingt gut. Ja, kommt schon so. Was machen die noch? Küchen? Das Küchenradio, ja. Das ist so ein loser Verband von vier Berlinern. Einer davon ist eben der Philipp Panse. Dann macht seine Frau noch mit und dann noch zwei weitere. Und das ist wechselnd, aber ich finde es sehr gut, weil die Themen sind relativ frei. Da gibt es zum Beispiel eine Folge, war der Philipp Panse begleitet einen Polizisten, der in seinem Bezirk irgendwie patrouilliert und spricht mit dem zwei Stunden lang. Ah, okay. Es hat oder nicht notwendigerweise was mit Küche zu tun. Nein, also sie haben schon Folgen, die dann in der Küche aufgenommen werden, so Gesprächsrunden. Aha. Ich glaube, das war auch so das ursprüngliche Ding, aber es ist wirklich sehr, sehr frei. Also einer von denen hat zum Beispiel auch eine Stunde Meditationsgeräusche aufgenommen, wo er, ich weiß nicht, in Los Angeles irgendwo meditieren war. Also da hört man auch einfach nur ein Ambient-Zeug. Also das kann einem erwarten, kann schlecht sein, kann gut sein. Also Podcast. Ja, genau. So Ö1 und geht schon, aber teilweise ist es halt dann auch ein bisschen soapig, weil über die Leute und die Interaktion, wenn man es schon ein paar Jahre hört, dann wachsen sie einem, oder mag man sie, bilden sich die Charaktere aus für einen. Ja. Cool. So, dann habe ich noch was zu Podcast passendes, aber es geht immer weiter weg. Ich habe mir da dieses kleine Teil gekauft, das ist ein Bluetooth-Kopfhörer, weil ich es beim Radfahren immer wieder störend finde, dass ich ein Kabel um mich herum hängen habe, weil das, ich höre es vom Podcatcher vom Handy und habe dann immer das Kabel unter dem Hemd durchgefädelt und zu den Ohren und habe jetzt einmal probiert, das Ganze mit einem Bluetooth-Kopfhörer zu lösen, dieses Thema. Wie gesagt, ich höre nur Sprachpodcasts, daher glaube ich, dass es mich nicht besonders stört beim Radfahren. Zumindest bisher habe ich dadurch nicht das Gefühl gehabt, abgelenkt gewesen zu sein, Ärger. Mhm. Und das ist ein Standardteil, so Größenordnung 25 Euro. Ich war ein bisschen enttäuscht von der Klangqualität. Ich habe mir sie eigentlich besser vorgestellt. Also sie ist schon um ein Eck schlechter als kabelgebundene Kopfhörer, aber es ist die Sprache trotzdem noch sehr klar verständlich. Sagst du das genaue Produkt? Ich weiß das genaue Produkt nicht einmal. Das ist jetzt ein Hall. Das ist Sealot, ist der Firmen, also der Markenname dazu. Das Ding wird unter mehreren Produktbezeichnungen auf Amazon verkauft und ich würde es nicht besonders empfehlen, sondern ich wollte eher da jetzt so die Beschreibung abgeben, wie sich sowas anfühlt.
deswegen eher das Eingehen auf die Klangqualität, also wer auf sonore Bässe und so weiter Wert legt, ist sicher mit so einem Teil in der Größenordnung, also in der Preisliga falsch aufgestellt. Von der Lautstärke reicht es gerade so aus, also das Ding hat selber einen kleinen Akku drin, da wird über Micro-USB aufgeladen, also man kann es mit einem ganz normalen Handy-Ladegerät aufladen, das Teil. Es sind zwei In-Ohr-Kopfhörer, die man aus dem Bügel, den man um den Hals liegen hat, rauszieht und sich dann in die Ohren reinsteckt. Man kann lauter leiser drehen und man kann über Bluetooth ein Stück vor, ein Stück zurück einschalten, ausschalten und ein Telefongespräch annehmen. Das heißt, du dann immer so mit dem Zeigefinger ans Ohr? Für die nicht Hand ganz, es ist vorne beim Hals, wo du es hast. Also tippst du dann so an den Hals? Du hast das Ding um den Hals, du musst es ja relativ fest halten, weil du unabsichtlich kannst das eigentlich nicht drücken, es ist relativ fest reinzudrücken. Also beim Radfahren, wenn es sehr warm ist, ist es eher tendenziell unangenehm, wenn man darunter schwitzt einfach, weil es Plastik ist, nicht? Dieses Teil, das man da um den Hals hängen hat, dass man das dann einfach so um den Hals hängen oder von hinten nach vorne, man kann auch dann blinken und die Leute verwirren. Was mich interessiert hat, ich habe früher mal versucht, Podcasts zu hören über Telefoniefreisprecheinrichtungen. Die gibt es ja auch als Bluetooth, die man dann sich in ein Ohr reinstöpselt. Und sowas geht lustigerweise gar nicht. Das liegt daran, dass da das Audiosignal einfach nicht hinübertragen wird von einem Media Player, weil unterschiedliche Bluetooth-Geräte melden sich als unterschiedliche Geräte auf einem Handy an. Also so ein Headset meldet sich als Telefonie-Headset an und nicht als Kopfhörer in dem Sinn. Richtig. Daher kommt der Ton auch nicht dorthin von der Musik. Also man kann dann telefonieren über das Bluetooth-Headset und nebenbei mit Kopfhörern, die man angestöpselt hat, noch immer Musik hören. Aha. Also die werden wirklich als getrennte Kanäle da behandelt auf dem Telefon. Während dieses Teil hier, das ist eben auch ein Musikkopfhörer vom Gerät in der Art, wie es sich anmeldet. Und auf die Art und Weise kann man eben sowohl telefonieren als auch Musik hören mit dem gleichen Gerät. Ja. Ich sehe da so zwei durchsichtige bläuliche Enden. Das leuchtet aber nicht, oder? Das leuchtet als Statusanzeige, dass das Ding eingeschaltet ist. Okay. Und das leuchtet rot, wenn es gerade geladen wird. Jetzt blinkt es, weil es gerade ein Telefon sucht, dass es nicht findet, weil es Bluetooth ausgeschaltet ist. Und wenn einen die LEDs stören, sprich wenn man gepairt hat und das hat funktioniert, kann man nochmal kurz drauf drücken. Ah, und dann soll es sich eigentlich abdrehen, aber scheinbar sucht er noch immer weiter. Ja, das ist die Geschichte von dem Teil. Also es funktioniert. Wie lange hält denn der Akku? Das ist nicht aufregend. Das kann ich noch nicht wirklich sagen, weil ich habe bisher einmal nur leer gehört. Da waren es 2 Stunden vom Default-Ladezustand, den es am Anfang hatte. Okay, das wird nicht. Weil ich nämlich am Anfang daran gescheitert bin, das Ding aufzuladen. Es hat nämlich so eine kleine Micro-USB-Buchse, die befindet sich da unter einer Plastikklappe. Also das ist so ein Gummiding, damit da halt keine Feuchtigkeit reinkommt. Und wenn man das nicht weit genug rauszieht und einen normalen USB-Stecker, Mini-USB-Stecker reinsteckt, dann lädt der einfach nicht, weil er da von diesem Gummi, von der Gummilasche ein bisschen verdrängt wird und damit steckt er nicht tief genug drinnen. Das heißt, man muss auch wirklich darauf achten, dass vorne dann die LEDs rot leuchten, nicht so wie beim Telefon, einfach anstecken und geht schon. Okay. Also es ist alles ein bisschen frickelig, es kommt mir alles noch nicht so ganz wirklich ausgereift vor. Aber es schaut spacig aus. Aber es schaut super spacig aus. Es soll dazu sagen, es schaut aus wie dieser Visor von genau, Star Trek. Genau, ja. es gibt die Dinger auch mit Noise Cancelling. Das hier ist nicht so eines. Das wäre spannend. Ja, ja, das wäre spannend, den haben sie aber leider nicht nach Österreich geliefert. Also das wäre auch meine erste Wahl eigentlich gewesen. Die wollte es relativ schnell haben. Das heißt, damit gehst du in einen Kindergarten rein und es ist leise? Das wäre die Idee dahinter. Aber den kannst du dann nicht so zum Radfahren nehmen, oder? Genau, das wäre vielleicht nicht so die super Idee dann zum Radfahren. Aber super für Kindergartenbesuche. Für Kindergartenbesuche. Richard, nicht nach Österreich geliefert. Die Zeit, dass TTIP kommt. Ich sag's wieder, ich sag das jede Folge. Gottgültiger. Das war aber wirklich die 14 Jahre. Die letzte Folge auch du hast gesunken. Star Trek war schon. Geht schon, Überleitung. Weiter. Überleitung, Star Trek, ja, wieso, stimmt, ja. Star Trek Beyond habe ich mir angeschaut. Ich auch. Ist es eine Serie? Das haben sie ja vor. Es gab schon 2 Filme, sie haben sie ja gerebootet. Hat sie die schon gesehen oder wollt ihr noch sehen? Ich habe letztes Mal gewählt und weil ich noch nicht gesehen hatte. Okay. Ich bin da nicht so beim Spoilern, das ist. Und dann der Gregor, der kann sich jetzt selber spoilern, besten.
Ja, vor zwei Filme hat es schon gegeben mit dieser Crew, oder? Ja. Und es ist ein quasi Reboot, eigentlich nicht wirklich, es dreht sich wieder um, es ist so die Crew von Captain Kirk, also die ursprüngliche Crew, aber es ist eine veränderte Zeitlinie, ja? Und es ist ein ganzes Set von jungen Schauspielern, auch Bekannten, wie zum Beispiel Simon Pegg, der den Scotty spielt. Und ja, jetzt ist ein weiterer Teil herausgekommen und es knüpft so zeitlich an, also endet dieser Film so mit dem Beginn der 5-Jahres-Mission, darum, wo es in der originalen Star Trek-Serie geht. Ja, No Man Was, wie ging der Spruch? Was, nein, nochmal was? Wo? No Man Was Gone Before. Genau, richtig. Nein, aber was hast du gerade gesagt, wo ist dieser Film? Der Film ist mitten in der 5-Jahres-Mission. Wirklich? Der Into Darkness. Sie sagen am Anfang 3 years into the 5-year-mission. Okay, ich habe das nämlich angenommen, weil ja es endet mit diesem Spruch. Ja, bei Star Trek bin ich wirklich heikel. Also ja, genau richtig. Das ist ja gut. Endlich. Aber das relativiert jetzt natürlich die 250 bisherigen Filmrezensionen von dir schon gewaltig. Ja, aber das sage ich immer. Wir sind der Podcast, ist die Anleitung zum kritischen Denken. Glaubt uns mal per se gar nichts. Ja. Ja, dann fahr gleich mal fort, wenn ich da schon so rum dilettantiere. Ja, also sie sind auch unterwegs, nachdem ja der erste Film war ja das Ganze tatsächlich zu rebooten, neu zu starten, ohne irgendwie alte Sachen zu verraten, genug Verbindungen zum Alten zu lassen. Das ist ihnen im ersten Film extrem gut gelungen. Der zweite Film war dann so internes Föderationsblabla. Das war ein bisschen enttäuschend, dass sie eben quasi sich nicht irgendwie. Sie haben intern kämpfen müssen und diese Föderation hat interne Sachen klären müssen. Ja. Mit einem bekannten Bösewicht, der irgendwie komplett gegen den Strich gecastet wurde, was sehr viele Leute irritiert hat. Der Cumberbatch, ja. Oh, der schaut toll aus. Ja, aber der Original. Also die Originalfigur war irgendwie indischstämmig und wurde von einem Mexikaner gespielt. Und der bleiche Brite Cumberbatch war einfach so absolut dagegen gecastet. Ja, gegen den Namen der Figur und gegen den Ricardo Montalban, der den damals gespielt hat. Mhm. Ist ein sehr geliebter Teil der Zwandeskran, also der Original. Naja, das war der Kinofilm und die Folge gab es ja auch noch. Es gab eine. Ihr wolltet über den Kinofilm. Ich wollte nur kurz das. So, und jetzt sind sie unterwegs auf diese 5-Year-Mission. Und was meine Befürchtung war ja, in den Filmen, auch in den alten Filmen, haben sie immer die Enterprise geschrottet. Jeden Film haben sie eine Enterprise geschrottet. Und ich hatte jetzt die Befürchtung, wenn sie jetzt auf dieser 5-Year-Mission sind, ist das keine Option. Haben sie ja trotzdem getan. Ja. Das heißt, es wird nicht genau erklärt, wie sie dann weiterfliegen. Doch, die Enterprise A ist dann schon, wird am Ende gebaut quasi. Ah, okay. Also sie haben dann schon das Neue. Egal. Nein, aber sie haben eine total neue Story erfunden. Das Drehbuch hat der Simon Pegg geschrieben. Mhm. Der unvermeidliche Simon Pegg, der in allem dabei ist, was im Moment an Science Fiction passiert. Er hatte auch einen Gastauftritt in Star Wars so weiter. Also furchtbar. Es ist einfach unvermeidbar. Und, Alter, warum geht's eigentlich? Jetzt wollte ich sagen, nein. Original Story, sie haben nichts geklaut, sie haben einen neuen Bösewicht erfunden. Mhm. Einen technisch überlegenen, der die Föderation kennt, merkwürdigerweise kennt und sie zerstören möchte oder sie zumindest, das sagt er dann später, in einen Kriegszustand zurückwerfen möchte. Er möchte keine friedliche, forschende Federation of Planets, sondern er sagt, nur durch Krieg und Konflikt kann man wachsen. Das ist so die... Also er meint es eh gut mit ihnen. Er meint es eigentlich gut mit ihnen. Aber er will diesen Konflikt... Sie wollen friedlich sein und nicht wachsen. Genau, er sagt, nur durch Krieg gibt es Entwicklung. Ja. Das, was da diese spannende moralische Frage ist, die es in Star Trek immer gibt. Okay, also das wird damit verhandelt. Und der Rest ist halt viele gute Action, optisch ein Traum und ja. Und habe ich das richtig kapiert, sind jetzt nicht der Captain Kirk und so, die alle ganz junge Schauspieler, weil die damals... Genau, die sind jetzt Anfang 30 in diesem, die waren halt vorher so Mitte 20, jetzt sind sie Anfang 30. Wie auch immer man das in der Zeitlinie irgendwie sehen will. Also die Schauspieler tatsächlich sind Anfang 30 und die Crew. Und sie sind halt, also wir kennen ja diese Originalbesatzung. Mhm. Und das Schöne ist, meiner Ansicht nach in dem Film war, dass alle von dieser Originalbesatzung viel Raum bekommen haben. Also es war nicht so,
Captain Kirk macht etwas und alle anderen sind halt irgendwie zufällig, sind zwei andere mit ihm unterwegs, sondern... Es hat jeder seine eigene Geschichte, also wird entwickelt. Genau. Also es ist bedingt auch dadurch, dass wir immer auf so einem Planeten crashen und wo das Team gleich einmal getrennt wird. Und du verfolgst dann so verschiedene Teams. Ja. Und das fand ich auch den positiven Aspekt, wie es ein bisschen schon, ein bisschen flach kommt da schon rüber. Aber es ist, auch was aber es ist auch was Angenehmes, weil du hast dann so auch ein bisschen das Feeling einer Doppelfolge oder so. Also deswegen bisschen, fand ich, das fand ich eigentlich nicht unangenehm. Aber also, wer das Philosophische ist ein bisschen Star Trek kennt, wird, ich habe das öfters gehört und gelesen in irgendeiner Art und Form, es war eine gute Folge. und es ist so eine... Es ist halt alles drin, was man braucht. Sie landen auf einem Planeten, sie müssen ziemlich resourceful sein, sie haben einen lokalen Verbündeten. Also es sind all diese Elemente aus der alten Serie sind drin. Und einen neuen, spektakulären Bösewicht, gespielt von Idris Elba, der, ja... Ich will es eigentlich nicht wirklich wissen, aber ich muss dir zwei Fragen stellen. Bitte. Kommen so schöne Pappendeckelkulissen vor, wie in den alten... Ja, Pappendeckel ist nichts mehr, leider. Und das Zweite ist, haben die Überlebenden, die jetzt noch leben von der Originalbesatzung, haben die so Cameo-Auftritte? Also sieht man dann, oh, so werde ich mit 80 ausschauen? Ja. Das ist cool. Es ist ja, inzwischen ist ja der Leonard Nimoy gestorben, den Original-Spock gespielt hat. Und der hat ja auch den alten Spock, es gab ja zwei Spocks in diesem Reboot, den jungen und den alten. Und jetzt ist der alte in der Handlung gestorben. Das erfahren wir, oder das erfahrt auch der junge Spock. Das ist so ein Abschied. Und dann bekommt er die Hinterlassenschaften von dem alten Spock und da ist ein Foto dabei von der Original Crew. Und das ist für mich so, Gott sei Dank, bitte lassen wir die jetzt hinter uns. Ja. Das ist gut so. Also du siehst nochmal dieses Foto, du siehst... Okay, du also das war die Referenz für die Fans, aber sind nicht letzte. so Auftritte noch von... Nein, okay. Keiner mehr. So ganz ohne Spock. Naja, es gibt ihn ja noch. Aber man hat jetzt die erste Film war Nostalgie. Der zweite Film, da haben sie ihn dann noch einmal hineingebracht. Also sie machen da den Franchise jetzt wieder jugendkompatibel. Sie machen jetzt halt ihr eigenes Ding. Sie hätten jetzt drei Filme die Aufgabe, Nostalgiker zu befriedigen und neues Publikum zu erschließen. Und jetzt sind sie halt da, wenn wer jetzt nicht neu gehuckt ist und die Nostalgiker können auch sagen, nein, jetzt pfeife ich aber drauf. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich fand, dass es war all things considered ein hervorragender Film. Okay. Und natürlich optisch einfach, haben wir uns 60 Jahre weiterentwickelt seit den Originalfolgen und 20 bis 30 Jahre seit den Filmen mit der Originalcrew. Und das sieht man und es ist ein optisch wirklich ein schöner Film. Also es gibt eine Raumstation, die ein bisschen over the top ist, aber das macht halt optisch einiges her, wo du, da dürften Millionen Menschen drin leben und die ist so groß wie ein kleiner Planet. Und die Enterprise fliegt unter einem Fluss durch und du siehst durch das Wasser diesen künstlichen Fluss die Enterprise durchfliegen, so wie du halt dir vorstellen kannst, dass die U-Bahn unter der Straße fährt. Ja, du siehst und du weißt, wie groß das Ding hält, 500 Personen oder so. Also das ist grandiose Bilder. Und also man sieht an deinem strahlenden Gesicht, du warst angetan. Ich war sehr zufrieden. Ich werde mir auch mindestens noch einmal anschauen. Mein Familienausflug nämlich, meine Mutter ist nicht auf Star Trek steht. Und alle paar Jahre gehe ich einmal mit ihr ins Kino. Und ich meine, mit ihr muss ich ihn halt auf Deutsch anschauen. Dann schaue ich mir meistens immer noch einmal auf Englisch vorher, weil... Und Krieger, du schließt dich an, würde ich sagen. Ja, mich hat es insofern inspiriert, ich habe jetzt wieder die Originalserie begonnen. Also gibt es ja auf Amazon zu schauen und ich habe jetzt wieder die ersten zwei Folgen vom Original. Also hast du Lust gekriegt, jetzt wieder Original zu sehen? Die Salzmonster-Folge? Es ist die Salzmonster-Folge, Das ist so grauslich, das Salzmonster. Ein Salzmonster? Ja, besonders die wahre Form. Ganz schrecklich. Spielt das in Weltall? Ja. Okay. Naja, sie landen immer auf einem Planeten, jede Folge. Aber Salzmonster, ich habe so Angst gehabt als Kind. Okay. Das habe ich wirklich, das fand ich so grauslich. Ich bin für die Triples. Ja, und wir müssen ja schauen, 2017 kommt eine neue Serie, oder? Genau. Da bin ich schon sehr gespannt. Zuerst muss ich kurz de facto Werbung machen. Alle Star Trek-Serien kommen auf Netflix im Dezember. Ja. Und ab 2017 kommt dann die neue Serie. Und Netflix hat die globalen Rechte gekauft, dass die Folge auch jeweils gleich immer zu sehen ist. Yeah. Mhm, ja. Amazon hat auch schon reagiert. Da habe ich jetzt gesehen, dass sie irgendwie sehr viele Star Trek-Filme jetzt gerade zu schauen anbieten. Auf Prime, ja genau. Mhm. Den 2009er und die ganzen alten. Ja.
Und du darfst nicht. Dann reiße ich zu meiner eigenen Gesundheit das Thema jetzt wieder an mich. Mhm. Ich habe super Stichwort gegeben, nämlich over the top. Und ich habe mich nämlich anfüttern lassen im Microsoft Edge Quarter von Dublin. Ja. Irland, ah ja, sogar. Was in Irland. Microsoft, ja. Ja, ja. Und ich als großer Linux-Tipp. Vorgeschichte, ich habe dort den Derek getroffen, der auch schon mal im Podcast war, der Amerikaner. Und habe dann später an der Westküste von Irland wollte ich ein Camp aufbauen, ein Computerprogramm-Camp, und dazwischen waren wir halt in Dublin. Sind ins Trinity College gegangen, dort haben wir Leute getroffen und auf jeden Fall, wir trinken da so Bier, ich rede mit einem, und dann haben sie gesagt, so, das ist Stephen von Microsoft, also das ist Microsoft Stephen, die sind dort alle sofort bei du, oder ich habe die englischen Feinheit nicht so erkannt. Und, ja, und dann haben sie gesagt, das sind dort lauter so, die haben wirklich eine tolle Organisation, CESI, ich habe ein Interview gemacht, ich hoffe, das kann man an dem Podcast anschneiden. Es gibt eine Teacher-Organisation, die sich halt mit Unterricht und Informatik beschäftigt seit 30 Jahren dort. Und die haben gesagt, wir machen morgen im Microsoft-Hauptquartier ein Teach-Meet und du kannst auch kommen. Und der Stephen hat mich da persönlich eingeladen, hat gesagt, kommt auch. Und ich, also ein Guinness in der Birne schon, hat gesagt, ja, ist das eh okay, ich habe immer so Free-Software-T-Shirts an, kann ich da eh so dann so ein Selfie machen und das posten für meine Freunde in Wien. Und schlagartig ist die Temperatur in diesem Pub um 5 Grad gesunken. Alle waren Schneestart plötzlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt habe ich mich sehr daneben benommen. Und der hat mich dann sehr ernst angeschaut und gesagt, you can't make pictures inside the Microsoft building. Und ich habe dann halt irgendwie gedacht, okay, das schadet seiner Karriere. Und dann habe ich gesagt, you can wear whatever you want, you can't make pictures. Und ich habe halt nicht so ganz kapiert, macht dann Schmäh mit mir oder ist er nur seltsam oder gut. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich kenne mich eh nicht aus, ich habe schon spontan Heimweh entwickelt und Hautkrankheiten und Magenweh und alles, ich wollte keinen Ärger haben, ja, und habe ihm hoch und heilig versprochen, also ich werde ein neutrales T-Shirt anhaben. Ja. Dann sind wir zurück in die Jugendherberge, eigene Geschichte, wir schlafen da und dann dämmert es mal so in der Früh, da hast in der Jugendherberge hast du so Betten und drunter sind so Eisenkäfige und da tust du ein Klumpert eine mit so einem Vorhängeschloss, also du kommst da schon ein bisschen vor wie in dieser Orange is the New Black Serie. Okay. Dann packe ich da mein Eisenkäfig-Ding aus und wühle da herum und komme drauf, meine gesamte Garderobe besteht aus T-Shirts, wo im Wesentlichen draufsteht, fuck Microsoft oder Free Software oder Linux oder Pinguin, also ich hatte keine pinguinfreien T-Shirts, sondern natürlich mördergeniert, weil ich das versprochen habe. Und zum Glück habe ich mir dann für das Camp T-Shirts machen lassen, sag ich das, so Werbe-T-Shirts mit diesem Camp-Logo. Da habe ich mir dann eins genommen und angezogen und bin, also wer zum Microsoft Bildern geführt, und jetzt kommt das, was du gemeint hast mit over the top. Dublin ist im Vergleich zu Wien ist es so 2 Stockwerke niedriger. Oh. Also ja. Die Häuser sind da eher so 3-stöckig, auch in der Innenstadt. Sie haben schon 2 Alibi-Wolkenkratzer, aber es ist eher kleiner und schaut so aus, wie man sich so eine englische Stadt aus einem Zweiten Weltkriegsfilm aus vorstellt, also mit so netten Ladenschildern. So ein bisschen wie eine Wildweststadt. Schon ein bisschen stabiler, aber so dünnere Wände und also es ist nicht so wie Wien massiv gebaut, sondern die Häuser sind, würde ich sagen, eher alle sehr fragil gebaut, mit sehr schmalen Stiegenhäusern, ist halt britischer, englischer Stil auch in Irland. Ja. Und inmitten dieser sehr beschaulichen Dublin, das hat natürlich endlose Vororte, wo dann schon so Wälder und Wiesen sind und grüne Hügel, steht dann wie hingeklotzt so ein Wahnsinnstempel mit 8 Stockwerken hoch mit Glas, Stahl und Beton, und es fehlen nur oben diese Laserkanonen, das ist Microsoft Headquarters. Ja, und da gehe ich halt rein und dann, ich habe euch Fotos geschickt, also wir haben dazu einen Visitor-Stempel gekriegt, wo auch drauf stand, wer für uns verantwortlich ist, dass wir da nicht frei herumlaufen. Und, und dann werden wir vom Microsoft-Stephen abgeholt, und also ich und der Derek, und wir werden hineingeführt, und innerhalb von diesem Gebäude ist ein riesiges Atrium, also ein riesiger Innenhof, rundherum 6 Stockwerke hoch, und drinnen laufen nur lauter Supermodels und junge Leute rein, kein einziger ist über 50, ja, alle sind so gebräunt oder anders wie gut aussehend oder zumindest durchtrainiert oder meistens alles und blitzgescheit auch. Ja. Fand's mit Segways herum, ich stelle mir das gerade so vor. Nein, nicht, ich habe extra gefragt. Ja. Meine erste Frage war dann auch, wo sind die fliegenden Autos, und hat er gesagt, die darf ich nicht sehen, aber das war, also wir gehen da rein, und drinnen, das war dann halt, also in diesem Atrium haben sie eine Art ständiges Café ausgebaut, damit, falls du mal kurz brainstormen musst oder ein Meeting hast. Und natürlich sind dort alle Arbeitsplätze sind flexibel. Also es gibt keine fixen Arbeitsplätze. Und dann habe ich die Frage gestellt, ja, und mögen das die Leute? Und er hat dann gesagt, na, die es nicht mögen, können ja von zu Hause distant worken. Also ich war dort, haben mich schon wieder mal dumm benommen. Ja, auf jeden Fall, innerhalb von diesem super Innenhof ging es dann noch einmal, seitlich war dann so wie bei einer Markt, wie in einem Markt, so Marktbudeln eingebaut, wie so kleine Spezialitätenrestaurants oder wie am Naschmarkt, so kleine Budeln halt. Und da geht man rein, und ich habe das erste Irish Breakfast in meinem Leben gekriegt. Ja. Und in Microsoft.
E-Mail habe ich wirklich anfüttern lassen, ja. Und da war es ein uniformierter Typ, der stand da hinter der Pudel, ja, und vor mir nimmt einer da so die diversen Sachen. Und ich habe halt auch gesagt, ja, ja, das. Und Irish Breakfast ist Würstel, Schinken, Blutwurst, ausgebackene Kartoffeln, also lauter Sachen, die gut schmecken. Leichte Sachen, leichte Sachen. Und das Allerbeste war, ich deutete halt so mit dem Finger und sage, yes, 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 yes. Und krieg so einen Berg aufgehäuft und er sagt, excellent choice, Sir. Und ich bin wieder gewachsen, dass ich jetzt ein Sir bin und schwanke mit meinem Tablett und Rucksack und meiner Jugendherberge Mief und alles schwanke ich da in diese super Area, wo die Models essen, ja, und sage, Derek, Steven, schaut mal, ich habe schon einen Tisch gekriegt. Und die sagen, ja, du musst aber erst zahlen. Mit peinlich mit hochrotem Kopf wieder zurück. Und der Steven hat dann souverän seine Ausweiskarte gezeigt und die wurde auf 1 Meter Distanz, hat das dann so mit mir viel Sensor hat das alles gezahlt. Ja. Und ist aber weitergegangen, also ich esse mein Irish Breakfast. Ja, ich esse. Ja, ja. Und Sir is having his breakfast. Genau, genau. Ja, da gibt es noch ein paar Geschichten. Aber okay. Und ich, okay, ich futter mich halt an, dann kommen die anderen Teacher vom Teach mit und die futtern auch ein bisschen und so. Und nachher sagt der Microsoft Steven, ja, wir gehen jetzt in den 6. Stock in die Thinking Area, also wo man spricht, ja. Weil, und dort ist ein Kaffeeautomat und dort gibt es guten Kaffee und Tee natürlich. Aber ihr wollt nicht guten Kaffee, ihr wollt den Premium-Kaffee und den macht euch dort die Barista. Und wir gehen zur Barista und das ist so wie eine, das sind so wie bei uns diese super überteuerten Starbucks-Geschäfte, alles in diesem Erdgeschoss, ja. Und da sitzen dahinter so drei so, ja, die waren nicht Supermodels, die waren nur Models, ja, aber das, ja, auch oh, alles schön und uniformiert und so Männer und so und die bestellen da halt irgendwas Kompliziertes und ich einfallsreich, ich bin sage, ja, bitte ein Kakao, ja, und, ja. Und der Obermaschinist hinter diesem Pudel sagt dann zum Unterwizeleutnant-Maschinist, yes, one hot chocolate please for the Sir, hot chocolate, ja, und dann hot chocolate, full speed ahead, yes, und dann tust du alles so herum an ihren chromblitzenden Maschinen und ich war voll verliebt, ich wollte auch an der Maschine und mein Name und den ganzen Tag in Microsoft-Leuten da hot chocolate machen. Ja, auf jeden Fall kriege ich am Schluss ausgehändigt einen Button-Deckelbecher, wo ein Haar draufsteht und drin ist Schokolade, also Kakao mit einem Milchschaum drauf, so. Ja. Alles natürlich, ich nehme an, dass die Fahrt zahlt. Ich habe schon gar nicht mehr gewusst. Ja? Und ich versuche das zu balancieren mit meinem Rucksack und meinem Laptop und meinem alles Zeugs. Ja? Und die sind schon alle beim Aufzug und warten. Ja? Und ich will auch kommen und dann wieder die nächste Peinlichkeit, sagt das Microsoft Team. Nein, nein, du musst einen Tab drauf tun. Also auf den Button-Deckelbecher so ein Plastikkappel mit einem kleinen Loch, wo man so durchfuchseln kann. Ja. Also ich sehe, da ist ein eine Stellage, wo diese Tabs umeinander liegen, platziere meinen Button-Deckel-Becher mit meinem Premium-Kakao daher und du so einen Button-Deckel nehmen und du ihn oben drauf auf meinem Button-Deckel-Becher und er versinkt drin und blub, blub, blub und ich schaue. Ja. Nehme ich ihn aus. Ja. Fisch, das fängt schon so an, da so peinlich zu werden. Und die anderen Supermodels machen schon so ein bisschen Abstand, die dazwischen. Ja, und ich schaue blöd, ja, und frage dann halt so einen, ja, gibt es da auch größere? Ja? Und er sagt, ja, genau vor deiner Nase. Okay, ich nehme einen von den größeren, also ich habe auch in meinem, ich war ein bisschen übernächtig auch vom Flug und so. Ja, 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 voll. Ich habe mich nach Kräften daneben genommen. Und auf jeden Fall nehme ich den größeren Deckel und die anderen, der Aufzug ist schon gekommen, die steigen schon einen Aufzug und ich versuche, diesen Deckel drauf zu tun, ja, und das müsst ihr euch jetzt so vorstellen, wie so ein Zeichentrickfilm, wenn Donald Duck gegen irgendeine widrige Sache kämpft, ja, das Ding schwabbelt so unten herum und verbiegt sich und geht nicht drauf und am Schluss halt ist der Derek gekommen und hat mir gezeigt, wie man einen Deckel auf einen Button drauf tut. Was? Dann bin ich super gedemütigt zu dieser Besprechung gegangen, habe das Interview gemacht mit der SACESI, also mit dieser Teacher-Vereinigung. Das hat eh passt. Ich habe die super Erkenntnis gewonnen, dass auch im englischen Sprachraum das genauso ist wie bei uns. Also wenn Leute zusammenkommen und es heißt, jeder stellt sich kurz vor, quasselt jeder stundenlang über Belangloses und wie toll er ist und nachher muss er dann gehen. Also es ist genau genauso wie bei uns, aber Leute waren sehr nett. Und am Schluss habe ich dann noch ausgefasst, ein Microsoft-T-Shirt. Und ich habe es natürlich angezogen, weil ich wollte jetzt endlich dem Steven von Microsoft eine Freude machen. Ja, und ziehe das rüber und es war aber Größe Large und ich bin doch einige X-Large. Und ich habe so gesagt, ich passe nicht rein. Er war schon sehr stramm. Und er hat gesagt, ja, dann tust du ein bisschen abspecken. Also er hat das wirklich auch formuliert. Er hat gesagt, lose a bit weight oder so, oder get a bit fitter. And then you are proud that you can wear our uniform. Okay, und damit hat der Tag zu Ende gegangen, wo sich Horst bei Microsoft hat anfüttern lassen.
wie du das beschreibst, macht mir das mehr Angst als die Scientology-Doku, die ich letztens gesehen habe. Also noch einmal, die waren alle super freundlich zu mir. Ja. Es wurde, wie ich zurückgekommen, gefragt, ist dein Pinguin jetzt geschrumpft? Ist er nicht, ja, aber mir wurde mehrfach versichert, Microsoft zahlt urviel für Open Source und ist der größte Python-Sponsor und sie sind auch alle ganz lieb. Und was ich dort gesehen habe, was der Steven die ganze Zeit gemacht hat, Scratch, habe ich schon öfter erzählt, die visuelle Programmiersprache, ja, hat an eine Kinect gekoppelt, das, was man die Xbox antut, was so ein Radargerät fürs Wohnzimmer ist. Ja. Und der hat dann mich als Strichmandel erfasst und er hat praktisch einen Scratch-Baustein gemacht, wo man sagen konnte, linkes Knie, rechtes Knie, linke Schulter, linke Hand und von dem die XY-Position. Das heißt, du hast ohne große Programmierkenntnisse praktisch dich fernstellen können. Nein, du konntest, also sie wollten so ein Puppenspiel draus machen, dass einer so Hampelmänner macht oder und so Semaphor-Flaggen und du kannst das damit programmieren, dass dann was passiert. Also ich habe mich kurz gespielt damit. Ich wollte so, dass wenn man beide Hände nach links tut und sie sind unter der Hüfte, dass dann er was Bestimmtes sagt. Also dass praktisch so mit den Armen kannst du eine Uhr machen oder irgendwas und das dann programmieren. Mhm. Weil die Kinect erkennt sozusagen, wenn du erkennt dich als Strichmandel mit aus diversen Punkten bestehend, also Hüfte Mitte, Hüfte links, Hüfte Unterarm, Hand, drücke mich verständlich aus. Mhm. Ja. Und die Koordinaten von diesen Punkten erkennst, das ist wirklich beängstigend genau. Und damit kannst du es dann sehr einfach programmieren. Und das ist ein eigener Baustein in Scratch, der diese Kinect koppelt. Ja, du kannst mit Scratch Erweiterungen machen und sie haben eben für Scratch eine Erweiterung gemacht, damit du sie an eine Kinect koppeln kannst und das dann ausnutzt. Und das war natürlich eine coole Sache. Ne? Aber ja, es war nur im Probestadium. Also ich habe damit herumgespielt und ich glaube, die Idee von dem Teach Me wäre gewesen, dass die Lehrer da jetzt dann alle überlegen, wie es da jetzt das cool in ein Unterrichtskonzept einbauen, ja. Aber das war halt nicht dabei. Es war trotzdem sehr nett. Du programmierst deine Stunden und lässt die Figur die halten. Ja, also einen Puppenspieler wollten simulieren, also der, wenn er die Puppen so bewegt, dass dann die in Scratch irgendwas sagen und dass er dann durch seine Handbewegungen diverse Sachen steuern kann. Also zumindest hast du die technischen Möglichkeiten dazu. Hm. Nicht schlecht. Tja. Ja, noch das irgendwelche eindrückliches aus Irland? Oder? Ich habe noch ein paar Irland-Geschichten, aber macht ihr lieber weiter, die anderen sind nicht so... Ja, eine Frage habe ich trotzdem noch. Bitte. Vorher. Also das irische Frühstück hast du erwähnt, aber ja, was war sonst das irischste, was du gegessen hast? Was ist dir noch was im Gedächtnis geblieben? Wir waren am ersten Abend weg in Dublin und ich habe so, yeah, mit Derek, ja, so jetzt gehen wir in einen Irish Pub in Dublin, yeah, und Guinness, Schwarzes und Fish and Chips und dann habe ich nachher auf der Rechnung gesehen, dass das Guinness 6 Euro kostet hat und seitdem habe ich extremes Heimweh gehabt und nicht mehr wirklich. Also wir haben schon noch was getrunken, aber ja, es war mir dann alles irgendwie. Ja. Ich habe mich dann, bin dann erst wieder aufgeblüht an der irischen Westküste. Also stimmt das kriegen, ja. Dublin war für mich dann so. Alles Pflaster. Wobei, ja, es ist teuer, aber es ist sehr nett. Das ist es voll von, ich nehme an, Sprachstudenten oder ich weiß auch nicht, was die dort tun, also Horden von Englisch sprechenden Leuten, die auf Italienisch Bella Ciao singen und spanische Touristinnen anbraten. Ich habe es nicht ganz gecheckt, aber ich vermute, dass Dublin halt, ja, aber auch im Sommer haben die anscheinend genug Sprachferienkurse, die halt beliebt sind. Ja, das ist so cool. Und ja, ja. Also es war voll mit jungen Leuten. Okay, und super. Cool. Schön. Leider, also für mich zumindest die Innenstadt war gefühlt teurer als Wien, aber ich bin jetzt auch schon lange in Wien nicht mehr in der Innenstadt vorgewiesen. Macht ihr ein paar Themen, ich habe dann noch ein paar. Okay, ich habe am Weg hierher einen spannenden Artikel gelesen über Zahnseide. Yeah. Ja, danke. Und das schließt jetzt ein bisschen an. Ich habe nämlich, der Tweet, der diesen Artikel gelinkt hat, stand, Zahnseide ist Esoterik. Das war das, was mich gehuckt hat. Mhm. Daran. Ah ja. Und okay. Jetzt hat die Zahnseide nämlich ab heute den Status von Bistmilch. Die Associated Press, also die amerikanische Presseagentur, hat eine Anfrage gestellt. Es gibt ja so eine Informationsanfrage, Freedom of Information Act, wo die öffentlichen Institutionen dann Informationen hergeben müssen. Mhm. Und der General Surgeon, also der Gesundheitsbeauftragte, der Obergesundheitsbeauftragte, hat eine Empfehlung herausgegeben. Also der gibt immer Empfehlungen heraus für Hygiene und medizinische Vorgehensweisen, wie man sie halt leben soll. Und eine dieser Vorgaben war, benutzen Sie bitte Zahnseide. Mhm. Und der Freedom of Information Act, den Sie da eingebracht haben, war, Herr General Surgeon, dazu veranlasst, diese Aussage zu tätigen? Mhm. Bitte geben Sie uns die Studien, auf denen das passiert.
Daraufhin ist es dann still und heimlich aus den Vorgaben verschwunden. Zahnseide hat keine wissenschaftliche... Und dann haben sie Studien bekommen, sie haben alles bekommen, was das Gesundheitsministerium zur Verfügung hatte. Und wie gesagt, das ist heute passiert, ja, das ist super aktuell. Und es gibt keinen wirklich, wirklich stichhaltigen Hinweis darauf, dass Zahnseide hilft. Es gibt nur die leichtesten Spurenelemente von Hinweisen, aber es gibt keine Studien, die irgendwas halten. Es gibt keine Studien, die Studien, die was sagen, sind alle sehr biaslastig und so weiter und so weiter. Ich werde das dann verlinken, den Originalartikel von der Associated Press und auch ein, zwei Artikel, die das Ganze kürzer zusammenfassen. Aber Quintessenz ist, Zahnseide ist, danke. Ist alle, so. Eure Zahnärzte erzählt haben. Das werde ich das nächste Mal angenommen. Beim Zahnarzt und dann, zur Diskussion stellen. Ja, und ich meine, da muss man natürlich weiter fragen, wer sind die größten Zahnseideproduzenten, Procter & Gamble und so weiter. Okay. Ne? Und für wen finanzieren die und so weiter. Also da wird es in den nächsten Tagen vielleicht noch mehr Text dazu geben. Wie gesagt, das ist super aktuell. Aber wie gesagt, Zahnseide, es gibt keinen Hinweis darauf, dass dein Plug dadurch weniger wird oder dass der regelmäßige und auch angeblich korrekte, also auch Benutzung, also es gab auch Testgruppen, Leute, die nur Zähne putzen und Leute, die Zähne putzen und Zahnseide verwenden, kein Unterschied. Also es gibt, wie gesagt, es sind alle diese Informationen, die Formulierungen waren alle so, es gibt keine stichhaltigen Hinweise. Also es mag ein paar leichte Hinweise geben, wem das reicht, um das Produkt zu benutzen, ist okay, also es schadet auch offensichtlich nicht. Aber, also korrekt angewendet. Es schadet auch Procter & Gamble. Aber es schadet Procter & Gamble das recht nicht, aber es hilft offenbar auch nicht das, was man da an Zeit investiert, an Zeit und Geld. Aber ich finde schon manchmal, wenn es Fleisch isst oder irgendwas, dann kriegst du das ohne Zahnseide schwer aus. Ja, aber das ist ja, das, was du da benutzt, um das rauszukriegen, ist ja egal. Also ich könnte auch irgendeinen so Filter wirken. Also es geht um die... Leiderhaken. Der brät auf den Kauch immer. Es geht um die Schleifwirkung, tun sollst um jeden Zahn herum. Ja, und ich habe mich lange Zeit schwer getan mit Zahnseide, aber es gibt ja auch Zahnseide, die zwischen zwei so Dingern eingespannt ist. Genau. Ja, genau, die ist besser. Ja, die sind der durch mich... Aber mein Zahnarzt hat mir das letzte Mal eben gesagt, ich verwende die. Und ich habe gesagt, nein, lieber nicht, weil das einfach dadurch, dass das war seine Erklärung, jetzt kann er mehr. Aber jetzt, dass einfach dadurch, dass es um den Zahn herum geht, dass du quasi mehr vom Zahn erwischt. Weil so erwischst du quasi nur immer die eine Kante genau der zwei Zähne. Und du kannst nicht so gut an die, weil der Zahn ja nie... Aber der Zahnreinigung, was finden jetzt, immer Zahnseide, aber ich werde das dann sagen. Nein. Also damit sicher nicht. Gurgeln, Oder ich glaube eher, dass die Mundhygiene, die halbjährliche, wahrscheinlich mehr bringt. Aber dass du öfter hingehst. Dass du einfach vielleicht dir das leistest und sagst, okay, ich meine, das sind halt 100 Euro oder sowas, je nach Zahnarzt. Aber wenn du das, also das ist ja empfohlen auch, wir haben ja auch so Empfehlungen öffentliche vom den ganzen Institutionen. Und die ändern sich ja auch regelmäßig, ja? Also mit der Wissenschaft, ja. Und hier ist es halt so, dass eine journalistische Institution nachfragen konnte. Bei uns würdest du diese Information gar nicht kriegen. Weil wir keinen Freedom of Information Act haben. Ja. Österreich ist ja, was Transparenzgesetze angeht, da gibt es eine Liste von allen Ländern, die Transparenzgesetze haben. Ist Österreich irgendwie Vorletzter. Von allen, also es gibt die Länder, die nichts haben, die echten Diktaturen, und es gibt die Länder, die welche haben. Aber ist nicht ernst genommen. Und da ist Österreich bei denen dabei, die ganz hinten sind auf Platz 95 von 96 oder so. Und der Freedom of Information Act ist halt wirklich ein grandioses Tool, also auch als jemand, der Journalismus machen möchte, so, es ist einfach grandios. Ja. Jeder Staatsbürger kann, es kann sogar überhaupt jeder machen, also du musst nicht mal amerikanischer Staatsbürger sein. Du kannst einen Freedom of Information Act stellen, welche Förderungen bekommt Microsoft. Ja, wenn Microsoft, dann veröffentlichst du das. Ich meine, was du bei uns machen kannst, ist eine parlamentarische Anfrage, wenn du entsprechende Fraktionen national hast. Wenn du eine Fraktion hast, genau. Dann könntest du deine Fraktion deiner Wahl beeinflussen. Es gibt diese Bürgerplattform. Diese Online-Plattform. Aber ich glaube, die wirkliche Rechtsdings von denen ist nicht so groß. Es hilft ja auch. Es hilft schon mal, wenn du dort viel erreichst. Es gibt so immer wieder Versuche, frag deine Abgeordneten. In Deutschland läuft das schon ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie das genau dort heißt, aber aber da muss halt, ich meine, das liegt halt dann an den Menschen, die da drin sitzen, an diese 183 Leute müssen das tun. Ich möchte aber auch den Souverän nicht ganz ausnehmen. Der Souverän sind ja wir alle. Und wenn du einfach überlegst, der österreichische Alltagssituation, hast du mal irgendwen bei einer Behörde sagen gehört,
ich muss das wissen, ich habe ein Recht darauf, das zu erfahren, Sie sagen mir das jetzt. Mhm. Oder hast du einmal gehört, das geht sich gar nichts an? Mhm. Das ist einfach so, wachst du auf hier. Das geht auch du gegenüber anderen. Das ist halt eine Mentalitätssache letztendlich. Oder wie, also auch wie im Bezirksparlament zum Beispiel umgegangen wird, mit, wenn da irgendwelche jungen, neuen Fraktionen, die das Ganze, die doch ein bisschen einen Anfangsidealismus haben, wie die dann auch, die berichten dann auch noch drüber, ja, unsere Anträge wurden abgelehnt. Und wie das dann funktioniert, dass dann wirklich noch Bezirkskaiser, irgendwelche SPÖ, die das Bezirksvorsteher, die seit 20 Jahren den Job haben, das dann faszinierend. Zahnseide. Zwar kein Bezirkskaiser, aber ein Bezirkspolitiker. Oder eigentlich genau zwei von den Neos versuchen, die Wiener Straßenbahnlinie 8 wieder zu reaktivieren. Rettet den 8er, das war doch einmal Wahlkampfthema in Wien. Und schon lange her. Geht gerade auch wieder los, die Geschichte. Also ganz kurz gesagt, ist entlang der U6 zwischen Lichtenwerder Platz. Also das ist so U-Bahn-Station Nussdorfer Straße und U-Bahn-Station Meidling im Großen und Ganzen, also Philadelphia Brücke, wie es jetzt heißt. Also eine Parallellinie zu U6. Ja, eine Parallellinie. Super. Die gab es schon, die wurde teilweise abgetragen, teilweise gibt es sogar noch Schienen zu den Remisen hin und auch der 42er fährt ein Stückchen entlang. Und da gibt es eben jetzt die Idee, die wieder zu reaktivieren, weil ja die U6 doch ziemlich am Limit ist und es auch noch einige Jährchen dauert, bis das Kreuz dann mit U2 und U5 so weit verlängert ist, dass das dort irgendwie eine Auswirkung haben kann. Die U6a, nicht mehr, die Intervalle kann man überhaupt nicht mehr verdichten, weil die Intervalle sind ja schon theoretische zweieinhalb Minuten. Ja. Und was mir auch auffällt, ist, dass sie renovieren ja jedes Jahr eine Station. Ja. Das heißt, allein da könntest du es schon brauchen. Und die Renovierungsarbeiten zu entlasten. Während, ja, genau. Also ich meine, es ist ein bisschen komisch, wenn nur eine halbe Station renoviert wird. Ja, stimmt. Und, aber ich meine, da könnte es auch was bringen. Und die Gleise sind da. Die Gleise werden ja auch befahren, eben wenn sie in die Remise fahren, hin und wieder. Über weite Strecken sind sie schon weg. Also im Großen und Ganzen wäre es dann der Kampf zwischen dem Gürtelradweg und der Straßenbahnlinie 8. Oh. Also auf vielen Strecken, wo früher der 8er gefahren ist, ist jetzt Radweg. Ich bewege mich ja eigentlich nur zwischen also Währinger Straße, Nussdorfer Straße, da in der Gegend. Da ist es noch, da ist es noch. Und ich glaube, bis zur Burggasse geht es noch. Und dann und Westbahnhof man müsste eigentlich bis zum Westbahnhof durchfahren können, glaube ich, oder? Nein, nicht bei Michelbeuern ist aus. Da geht es auf der drüben Seite nicht runter weiter. Okay. Da müsste man Radweg wieder opfern oder zurückbauen, zumindest auf eine Seite. Die Frage, wie man das lösen könnte. Wo es dann wieder fertig ist, ist, wo der 6er und der 18er jetzt fahren, sprich ab der Stadthalle. Ja. Da wären die Gleise wieder intakt und auch sind in Verwendung. Bis zur Gumpendorfer Straße und der Spur nach der Gumpendorfer Straße ist er dann rechts reingebogen über den Sparkassenplatz, U-Bahn-Station, Meidling Hauptstraße, dort ist er schräg durch und dann die Meidlinger Hauptstraße hinauf. Mhm. Wer das sehen will, wir verlinken einen Artikel, in dem ist auch wieder ein YouTube-Video verlinkt, so eine Mitfahrt mit dem Achter. Also da sieht man also ein bisschen, wie sich die Straßenzüge geändert haben im Laufe der Jahre. Also das ist Zeitreise praktisch. Ja, Zeitreise ein bisschen zurück. Also 1987 oder 88 ist er stillgelegt worden und so ganz knapp vorher ist das aufgenommen. Warum eigentlich hat die U6 einfach... Das ist fast ein Prinzip von den Wiener Linien, wo eine Straßenbahnlinie wo eine U-Bahnlinie gebaut wird, legt man die parallel führenden Straßenbahnlinien still, wenn man sagt, man hat genug. Wir hatten ja auch in der Marilfer Straße, wo jetzt drunter die U-Bahn fährt, Straßenbahnlinie 52 und 58. Da gibt es übrigens auch wieder eine Initiative, aber nicht von Bezirkspolitikern, sondern nur von ein paar, sage jetzt mal ein bisschen abfällig, Hobbyisten. Die hätten dort die Idee, eine Oldtimer-Straßenbahnlinie wieder aufzuziehen. So durch die Fußgängerzone. Durch die Fußgängerzone hinauf, die man ja einerseits sowieso dann verwenden könnte, weil eigentlich ist einem ja fast egal, ob das auch... Mein Gott, es wäre nicht Niederflur, aber trotzdem. Ja. Aber auf der anderen Seite wäre das eine Touristenattraktion und die Marienhilferstraße ist ja Touristenstraße doch zu einem ziemlichen Teil. Und das ist ja eben auch so eine Idee, die es da gibt. Darf ich kurz mal sagen, es gibt, gerade was die Verkehrsplanung in Wien angeht, gibt es irrsinnig viele so Einzelkämpfer, die irrsinnig gute Ideen haben und dann halt eine Projektseite aufmachen. Und das ist teilweise sehr faszinierend. Und natürlich, das ist halt so ein bisschen das beeindruckend, wie die halt da irgendwie dabei bleiben und das als Hobby quasi kämpfen gegen diese Riesenverkehrsplanung in einer Stadt mit 2 Millionen Einzugsgebiet. Ja.
total faszinierend. Und mein Lieblingsprojekt von denen, ich habe es schon lange nicht mehr angeschaut, weiß nicht, was der aktuelle Stand ist, ist ein S-Bahn-Ring um Wien, dass man nicht mehr durch Wien durchfahrt. Und das bei mir bei der Dreisengasse, wo es nur ein Gleis in jede Fahrtrichtung ist, aber 6 Linien halten und es einfach so auch im Minutentakt ein Zug kommt und wenn da einmal was steht, dann ist es gar... Also das ist ein Eisenbahnumfahrungsring für Wien. Und vor allem, weil die Züge nach zwischen nördlichen Städten kommen rein und kann Neuburg bis Mödling und Wiener Neustadt einfach durchfahren. Durch Wien. Ja, und ich meine, da einfach um Wien herum, man könnte es schnell machen und es sind relativ wenige Gleise zu legen, um das zu tun. Und S-Bahnen halt dann auch relativ viel günstiger sind als U-Bahnen. Mhm. Und man könnte ganz Wien, nicht nur die Innenstadt, sondern ganz Wien massiv entlasten. Und die Fahrzeiten wären vielleicht, ich meine, die Zugtechnologie wird immer besser, das heißt, die Fahrzeiten würden nicht notwendigerweise länger werden. Beziehungsweise die Züge können dann einfach schneller fahren. Die werden halt nicht die Gleise sein, sondern die Grundstücksablösen. Ne? Nein, die Gleise gibt es alle. Ah, die gibt es also ich werde dieses Projekt verlinken, ich finde das total faszinierend, dass man eben nur, man muss von Heiligenstadt, also man muss, wenn man da reinkommt, zur Heiligenstadt und irgendwie so rüber, ein paar Gleise legen, Handelskeh da ein bisschen im Norden und dann muss man ein paar Gleise Richtung... Aber bis Heiligenstadt fährt ihr die Schnellbahn? Ja, aber du musst... Aber es ist halt nur ein Gleis. Es ist nur ein Gleis, also du musst dann das Gleiche und solche Sachen. Aber dass du dann wirklich einen Ring hast um die Stadt herum noch einmal, was ja auch Sinn macht, wenn du so einen schönen geschlossenen Ring sogar hättest. Es muss nicht einmal ein geschlossener Ring sein, einfach nur... Dass du haben ja andere Städte auch, wenn du Moskau am Stadtplan anschaust, hat das auch einen Eisenbahnring drumherum. Und so. Wobei es wird jetzt ein Teil für diesen Ring wieder weitergebaut, was bisher nur eingleisig war, der südliche Teil von der Vororte-Linie, der nicht durchgehend zweigleisig ist, also das ist die Schnellbahnstrecke zwischen Hütteldorf und Meidling im Großen und Ganzen, die wird jetzt auf zweigleisig ausgebaut, es kommen zusätzliche Bahnhöfe dazu und ich glaube 2 Stationen zusätzlich und es werden alle beschrankten Bahnübergänge dort aufgelassen und durch Unterführungen ersetzt oder so. Okay. Und auf die Art und Weise wird es dann im Viertelstundentakt eine Schnellbahnlinie geben, Hütteldorf, dann eben da Speising runter über den Hauptbahnhof, nach Osten, dann nach Aspern, das, was ich das letzte Mal gesagt habe, eben diese Verlängerung nach Osten von der Schnellbahn. Das heißt, du hast ja 2 Drittel des Rings schon. Du musst nur noch das obere Drittel noch machen. Ja. Beziehungsweise es gibt ja auch von Heiligenstadt bis Hütteldorf gibt es ja auch eine. Das heißt, du bräuchtest das eigentlich da nur zumachen und dann eben von Heiligenstadt bis Aspern noch. Da ist, glaube ich, am meisten zu tun. Wie gesagt, ich fand es ein total spannendes Projekt. Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen mehr Züge, gell? Ich leite gleich weiter zum nächsten Thema. Darum will die ÖBB wieder 300 neue Züge kaufen. Das ist eigentlich ein längeres Projekt schon. Dazu gab es auch einen Rahmenvertrag. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Es gibt jetzt die ersten neuen Schnellbahngarnituren in Wien. City Jets. Die schauen ein bisschen anders aus. Und wenn man drinnen sitzt, spürt man es auch, dass die ein bisschen was anders sind. Weil die beschleunigen deutlich schneller. Also das fühlt sich ganz hübsch an, wenn die richtig Stoff geben. Das sind Siemens Desiro. Genau. Ich kenne mich da aus. Super. Zufälligerweise kenne ich mich da aus. Und Ölplattformen und Schnellbahnen. Da gibt es die Geschichte dazu. Der verlinkte Artikel behauptet es zumindest, dass das so ist, dass das ursprünglich ein relativ günstiger Rahmenvertrag war. Der allerdings dann, wo man gewisse Sachen an dieser Ausschreibung verändern wollte, von Siemens vergoldet worden ist, sozusagen. Also alles, was man irgendwie versucht hat zu ändern, weil man andere Innenausstattung haben wollte und so weiter, wurde dann extrem teuer. Man muss sagen, diese Desiros sind halt schöne Baukastenmodelle. Das heißt, da was zu ändern, macht natürlich irgendwie Sinn. Ja. Und die sind auch weltweit irrsinnig erfolgreich. Also die fahren weltweit, die werden auch hin und wieder ein bisschen vielleicht an Spurbreiten angepasst. Oder sie werden, aber die fahren, es fahren in Kalifornien welche, es fahren in Russland welche, es fahren in Afrika welche, es fahren überall welche. Und die sind, das ist das Topmodell von Siemens gerade. Und das sind auch coole Dinge, muss ich ehrlich sagen. Und angeblich ist der Rahmenvertrag jetzt, er wird natürlich von der ÖBB eingehalten, weil die bisherige Abnahme, weil alles, was zugesagt, was unterschrieben ist, unterschrieben. Aber es werden darüber hinausgehend keine weiteren Garnituren abgenommen, sondern das wird neu ausgeschrieben. Und angeblich geht es in Richtung Stadler. Also das sind die Züge, die jetzt die Westbahn verwendet, beziehungsweise von der Firma halt Züge. Und es gibt ja für Österreich relevante Zugbauer gibt es ja nur Siemens und Bombardier. Und Stadler, das steht auch in dem Artikel drin, Stadler, dadurch, dass dort arbeiten irrsinnig viele Vorarlberger
Und dadurch ist... die österreichische Arbeitsplätze. Es geht um österreichische Arbeitsplätze tatsächlich. Ja. Also das macht irgendwie Sinn. Stadler ist in der Schweiz, oder? Ja, ist ein Schweizer Unternehmen, das auch gar nicht so groß ist, aber doch wächst. Und gerade im Zugsegment musst du ja oft, du brauchst Riesenwerkstätten. Ja, ja. Ich meine, so eine kleine Desiro-Garnitur kostet so 7 Millionen oder so. Also, und da geht bei Siemens halt um die Mengen. Ne? Dass wir hier reden von 300 Zügen in zwei Größen. Was ist 75 Meter die großen, glaube ich, und 45 Meter die kleinen Garnituren oder irgendwas. Also ich meine, da kannst du kein kleines Unternehmen sein, um davon 300 Stück zu liefern. Ja? Und Stadler hat sich sicher gefreut, oder? Ja. Vielleicht nur ein Beispiel, was Stadler kann. Also eben diese Westbahn-Garnituren, die sind auch ganz okay. Wo ich wirklich gesehen habe, dass sie fahrwerkstechnisch auch ein bisschen was drauf haben, sind die neuen Mariazellerbahnen. Mariazellerbahn ist von St. Pölten nach Mariazell eben die Eisenbahnlinie, war ziemliche Rumpelei immer früher. Und da gibt es mittlerweile eben auch hübsche neue Niederflurzüge. Die Himmelsstiege, wie Stadler die genannt hat, die fährt dort jetzt hin und her, fühlt sich innen an wie Niederflurstraßenbahn und ist absolut bequem. Also wenn man die erwischen kann, damit ist man Zellerbahnfahren auch wieder angenehm geworden. Himmelsstiege. Wie passend. Genau. Ja. Jupp. Ist da noch was zu Zügen? Zu Zügen habe ich nichts mehr, ne? Straßenbahnen haben wir letztes Mal gemacht. Dieser Zug ist abgefahren. Oh je, ich konnte es nicht zurückhalten. So. Ich bin recht ausgequasselt, wenn es wollt. Ich habe einen französischen Film noch, aber kann ich auch nichts mehr sehen. Ich kann ganz kurz und bündig, weil sonst habe ich ihn ganz vergessen, auch einen Film. Harte Lobster habe ich mir angeschaut. Aus dem Jahr 2015. Produktionsland ist Griechenland, UK in Frankreich. Und es ist ein Film vom griechischen Regisseur Yorgos Lanthimos. Und der ist mir schon mal früher begegnet. Der hat nämlich Dogtooth gemacht, auch ein Film. Den wollte ich mir unbedingt anschauen. Dogtooth, der Hundezahn. Aha, okay. Das ist ein früherer Film, den ich mir unbedingt anschauen wollte. Habe ich nicht geschafft, aber den Lobster habe ich geschafft. Ist eine Dystopie. Und in dieser dystopischen Welt gibt es eine Stadt, da dürfen aber nur verheiratete Pärchen drinnen wohnen. Es ist so, dass wenn du dich von deinem Partner trennst und sozusagen Single wirst, wirst du in ein Hotel außerhalb dieser Stadt gebracht und hast dann 40 Tage, glaube ich, ist der Zeitraum, Zeit, einen neuen Partner zu finden. Einen gewissen Verpaarungsdruck oder was? Ja. Solltest du das nicht schaffen, wirst du in ein Tier deiner Wahl verwandelt. Ja. Die Hauptrolle spielt der Colin Farrell. Oh. Er spielt so einen mittelalten, schnauzbärtigen, ein bisschen erstaunlich für Colin Farrell untersetzten Architekten. In der ersten Szene trennt sich seine Frau von ihm. Sein Bruder ist schon in einen Hund verwandelt, den nimmt er mit und er kommt dann in dieses Hotel. Und dort spielt sich's eben ab mit der Partnersuche. Es ist... Klingt extrem. Ja, schweres Metaphernkino, man ist das eigentlich nicht mehr gewöhnt, aber am Anfang, also was Spaß gemacht hat, sind immer so eindrückliche Metaphern irgendwie so. Also man kennt sich aus. Man kennt sich aus. Im Laufe des Films wird das schon ein bisschen abstrakter, hat dann auch da durchaus seine Längen. Aber was mir an diesem Film gefällt, ist erstens mal sehr schöne Bilder bietet. Und zweitens dann auch sehr viele Mechanismen, er spart dann nicht. Also zum Beispiel müssen die Hotelgäste, glaube ich, täglich oder zumindest ein paar Mal in der Woche an einer Jagd teilnehmen, wo sie in den Wald ausziehen und andere Menschen jagen. Und das sind die sogenannten Loners, Leute, die beschlossen haben, also nicht gesellschaftlich, die den Normen nicht entsprechen. Richtig, und die leben diesen Wald beispielsweise. Und solche Mechanismen und so werden sehr viele gezeigt. Und dadurch, gesellschaftliche dadurch wirkt diese, wirkt diese Welt sehr konsistent und es macht Spaß. Viel mehr möchte ich eigentlich darüber auch nicht sagen. Der Lobster fand ich eine große... große Empfehlung. Ja. Und wer auf so Metaphern am Kino steht, den kann ich vielleicht noch am Rande empfehlen. Die Filme von Mr. Oiseau, auch genannt der Franzose Quentin Dupieux, der hat Rubber oder Wrong Cops gemacht, so drei Filme. Und das ist auch ein sehr metaphernreiches Kino. Allerdings geht es dort dann schon in sehr dadaistische. Also da kann man nicht mehr verlangen, dass man jede Metapher versteht.
muss man auch nicht, aber die sind einfach schön ausgeflippt. Also wer auf so schräges Kino steht, kann ich die drei Filme von dem Herrn auch noch empfehlen. Ist Mr. Wilson nicht ein DJ? Ja, der, hat, auch, der ja. hat diesen... dieses gelbe... Genau, dieses ja, gelbe Stoff. Das ist so cool. Ja, ich meine, dieses Stofftier, wie hat denn geheißen? Weiß ich nicht. Ja, der im Auto daneben gesessen ist? Flat Pink ja, hat das Lied geheißen. Genau, Flat Eric hat... Genau. Hat, ja. Genau. Ah, ja, wo er mit dem Auto gefahren ja, ist. Ja, ich meine, ein gelbes Stofftier, das Würstchen raucht, das ist ja allein schon herrlich. Ja, ich hatte das Stofftier. Ja, wäre super. Ja, ich hatte das. Wie heißt das, dass man das Chat verlinken kann? Dieses Stofftier-Video? Flat Eric. Flat Eric. Okay. Also heißt das... Flacher Eric. Ja, Flat Beat oder Flat Eric. Und Flat Beat heißt das, glaube ich, das Lied. Okay, und Flat okay. Eric ist das... Da gibt es einiges auf YouTube, glaube ich. Ja. Ja. Der war putzig. Das ist eine Kindheitserinnerung für mich. Ich habe das auch noch geschaut, wie ich noch Musikfernsehen sah. Ah, ja. Schlange, ja. Die 2 Jahre, die es echt das Musikfernsehen gab. Ich bin ausgebastelt. Ja. Nächstes Woche. Gut. Ich kann noch, aber ich will euch nicht. Ich will euch nicht. Gut. Na dann sage ich. Du kommst vielleicht nächstes Mal. Vielleicht, genau. Ja, genau. Schauen wir, welche. Holzböcke und Zeit. Welche Hygieneartikel dann obsolet geworden sind. Ja, genau. Ein Abschlusskommentar von dir, das erste Mal podcasten, allein unter Nerds. Wow, jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt. Doch geschafft. Hey, nein, es war voll nett. Ihre Augen sind ganz weiß, das weiß ich. Der Mund ist schmerzverzerrt. Nein, danke, dass ich dabei sein habe dürfen. Hat mich sehr gefreut. Ich bin gern wieder dabei. Yeah. Demnächst und ja, schönen Abend noch. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Cool.